Nach einem ausgezeichneten Echo im vorigen Jahr gibt es heuer bereits zum zweiten Mal das Ringfestival in Bruck an der Mur. Bei einer Pressekonferenz wurden die heurigen Highlights vorgestellt. Welche Ziele verfolgen die Veranstalter mit diesem Event? Ja, das Ringfestival soll eigentlich für die Jugend einfach sein hier in Bruck an der Mur. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man wirklich für die Jugend etwas organisiert, eine Veranstaltung vor allem in dieser Richtung ist. Es ist wirklich jetzt kein Schlager oder sonst irgendwas, sondern wirklich auf Rock aufgebaut. Wir haben jetzt mit den Subways einen großen Headliner, in dem Fall in Bruck an der Mur heuer. Sicher eine Steigerung zum letzten Jahr ist Indie Rock, in dem Fall eine der bekanntesten Indie Rock Bands, eine der beliebtesten Indie Rock Bands. Und ich glaube, dass das sehr viele Jugendliche heuer auf dem Brucker Hauptplatz ziehen wird. Die Stadtgemeinde Bruck ist bestrebt, ein musikalisches Programm für die Jugend anzubieten. Mit dem Ringfestival ist dies bereits im Vorjahr bestens gelungen. Welche Gruppen kommen neben dem Hauptact heuer zum Einsatz? Ja, unter anderem Werner Itchy Boops Kid aus Deutschland anwesend sein. Und natürlich einige lokale Bands wieder, weil wir immer darauf Rücksicht nehmen, dass eben auch Bands aus der Region zum Zug kommen und sich auf seinem Festival präsentieren können vor bekannten Bands. Aber die werden wir dann bei der zweiten Werbewelle bekannt geben. Also momentan wird nochmal bekannt gegeben, dass eben die Subways der Headliner sein werden, Itchy Boops Kid als Co-Band und der Rest kommt dann noch in den nächsten Monaten und wir halten es eben spannend. Neben vielen Konzerten für die ältere Generation soll mit dieser Veranstaltung der musikalische Kreis für die Jugend geschlossen werden. Wie kam es zu dem Namen Ringfestival? Also einerseits ist natürlich der Ring im Logo drinnen, das ist einmal die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte ist natürlich, dass wir das Festivalgelände teilweise ringförmig angleichen werden, wieder in dem Fall heuer. Und auf der anderen Seite noch, die dritte Geschichte ist das rundherum. Also wir sehen das auch so, in Wien gibt es ja auch einen Ring, der ist auch nicht rund. Und rundherum am Hauptplatz ist ja auch eine Straße und dementsprechend haben wir das den Brucker Ring Festival dann genannt. Und ich glaube, das ist im zweiten Jahr jetzt schon und es funktioniert, glaube ich, ganz gut und hat einen Wiedererkennungswert. Eine erlesene Auswahl an internationalen, aber auch heimischen Musikgruppen werden auch heuer den Brucker Hauptplatz zum Beben bringen. Nach welchen Kriterien wird der musikalische Mix zusammengestellt? Man arbeitet mit Booking-Agenturen zusammen, damit man eben zu den Bands kommt. Und bei den lokalen Bands, wir haben teilweise angefragt, sind viele Bewerbungen reingekommen von lokalen Bands und so. Also sind immer zwischen 70 und 100 Bewerbungen bestimmt wieder gewesen, die sich angeboten hätten, um am Festival zu spielen. Man könne natürlich immer nur zwei, drei nehmen, aber nächstes Jahr gibt es wieder ein Festival und wir schauen dass wir eine bunte Mischung zusammenbringen. Nachdem gegenüber dem Vorjahr einige Kleinigkeiten verbessert wurden, ist man sich seitens der Veranstalter sicher, dass auch heuer wieder ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann.